herzlich willkommen zu Testy Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura. Und jetzt gibt es den zweiten Haul-Teil. Und zwar hatte ich euch ja schon meinen Weight Watchers Haul von Aldi Süd gezeigt. Und jetzt geht es mit dem Rest hier von DM weiter. Da habe ich nämlich auch ein paar coole, spannende Produkte gefunden. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Ansonsten schaut gerne auch bei meinem Instagram vorbei, wenn ihr die Rezepte und so dazu haben möchtet. Ich verlinke euch das hier unten in der Infobox. Ich weiß, viele kommen da immer nicht so mit klar. Hier ist ein ganz, ganz kleines Dreieck, was nach unten zeigt. Da einmal drauf tippen und dann seht ihr hier unten alles meine Beschreibung und ja auch meinen Link zu Instagram. Da könnt ihr drauf drücken und dann seid ihr direkt da. Aber jetzt geht es auch schon direkt los. Es sind so ein paar Artikel auch, die jetzt nicht foodmäßig sind, aber vielleicht ist es auch der ein oder andere Tipp für euch. Wir fangen einfach mal an. Und zwar von DM Bio, Kakaoschwach entölt. Der hat nicht super viele Punkte und ihr könnt den halt wirklich so auch als Kakaoersatz nehmen. Sonst diesen Backkakao, der ist halt immer stark entölt und der schmeckt so gar nicht mehr richtig kakaoig, finde ich. Der ist eigentlich immer sehr, sehr bitter. Das habt ihr hierbei halt nicht den Fall. Klar ist der bitterer als jetzt Schokolade, wenn man sie kennt. Aber es ist auf jeden Fall eine super Alternative zu diesem Backkakao. Muss immer mit, wenn ich bei DM bin. So, als nächstes, womit fangen wir jetzt? Machen wir weiter. Das hier fand ich auch ganz cool. Und zwar so eine süße kleine Tüte Kokoschips. Nicht wundern, Kokos hat relativ viele Punkte bei Weight Watchers. Aber ich nutze die jetzt auch nicht, um die so mir reinzufuttern, sondern ich mache das wirklich so, dass ich die halt wirklich über so ein Overnight Oat gebe oder über ein Dessert halt wirklich einfach nur einen Teelöffel oder Esslöffel, je nachdem, wie ich halt gerade Bock drauf habe. Erstmal eine schöne Deko sowieso und ich liebe Kokos und es schmeckt halt immer mega, mega gut. Und wo wir gerade bei Kokos sind, habe ich auch was richtig Cooles gefunden. Das konnte ich sogar scannen im Markt. Ich darf ja hier keine Punkte nennen, leider Gottes. Weight Watchers sieht es wohl nicht so gerne. Also offiziell habe ich jetzt keine Meldung bekommen von denen, aber ich versuche halt darauf zu achten, weil mich halt so ein paar Zuschauer darauf angesprochen haben, dass sie das so kennen. Und zwar ist das in einem Kinderregal. Und im Kinderregal könnt ihr echt super Weight Watchers Produkte finden, Leute. Das ist eine Trinkkokosmilch für Kinder ab einem Jahr. Und zwar mit dem Kakaogeschmack. Seht ihr das hier? Oh, das blendet, glaube ich, ein bisschen. So sieht die aus. Fand ich richtig cool und ist echt für Kakao mega punktefreundlich. Dann habe ich einen Tipp für euch und zwar basischen Tee habe ich mitgenommen. Es gibt bei DM ganz tolle Tees, so ja, Heiltees bzw. halt auch wirklich so Arzneitees. Und ich merke das, seitdem ich abnehme, ich habe ja jetzt so mal als aktuelle Info 8,9 Kilo abgenommen. Ich merke es, dass ich ein bisschen müde bin. Mein Mann merkt es noch extremer. Es kann jetzt aber auch sein, dass er viel arbeitet durch die Hitze. Man weiß es halt nicht so genau. Aber man sagt ja, bei der Abnahme ja, bilden sich irgendwie ja, so Giftstoffe, Schlackenstoffe, keine Ahnung. Ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, wie es heißt. Und dagegen helfen halt basische Bäder oder auch basische Tees. Und deswegen habe ich einfach mal welche mitgenommen. Und da habe ich auch noch direkt einen anderen Tee mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist, aber dann zeige ich euch gleich. Jetzt mal so ein Haushaltstipp und zwar hatten die reduziert, den Sponge Daddy. Eigentlich heißt der Scrub Daddy und der ist schon mega geil, aber jetzt habe ich den auch noch als Schwamm gefunden. Fand ich richtig cool, damit kriegt ihr Pfannen und sowas extrem gut sauber. Der ist mega, mega gut und ihr könnt ihn in der Spülmaschine einfach wieder waschen und der ist keimfrei. Das mache ich so viel, komisch. Dann, das ist mir immer so ein bisschen lästig, aber heute habe ich mir echt Zeit genommen, mal diese ganzen Proteinriegel zu scannen. Und da habe ich einen gefunden, der ziemlich punktefreundlich ist. Man muss echt aufpassen, wer meinen letzten Haul gesehen hat. Ich habe bei Aldi, habe ich das total gefeiert, dass die Proteinriegel an der Kasse hatten. Und habe gedacht, boah, was für eine coole Alternative zu Schokolade und so. Ja, dann hatte dieser Eiweißriegel einfach mal 6 Punkte. Ja, also man muss aufpassen. Eiweißriegel ist nicht Eiweißriegel, vor allem, weil bei den Eiweißriegeln auch noch diese Energieriegel sind. Die haben natürlich, die hauen richtig rein, Leute. Aber hier habe ich einen coolen gefunden, und zwar den Power Bar Clean Whey. Der sieht schon total süß aus mit diesen Pünktchen hier, seht ihr das? Und zwar ist das ein Chocolate Brownie Bar und der hat, ich verrate euch einmal, 3 Punkte. Genau, ja, ich finde es immer wichtig zu wissen, so ein bisschen. Ich verrate euch nicht alle Punkte, wie sie gesagt, aber dafür, weil es halt wirklich super unübersichtlich ist, der Markt, finde ich. Übrigens habe ich bei Action auch sowas gesehen. Die haben auch so eine Sportlerabteilung und da war auch einer drin, der war auch mega punktefreund. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie der hieß. Da gab es auch zum Beispiel so einen Smoothie-Protein-Drink. Der hatte so wenig, da habe ich mich echt erschreckt, aber ich traue mich immer nicht bei Action sowas, so, ja, keine Ahnung, das eigene Lebensmittel von denen zu essen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich habe dann immer irgendwie ein schlechtes Gefühl.
So geht's weiter. Oh, das war gerade eigentlich von meinem Aldi-Haul, sehe ich gerade. Das hat noch gefehlt, aber ich zeig's euch einfach hier. Und zwar ist das Bio-Kokosöl von der Schneekoppe. Brauche ich immer mal, ich wollte vor allem mal so Energy Balls selber herstellen. Und dafür braucht man, glaube ich, Kokosöl, damit die so ein bisschen fester werden einfach. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann habe ich mitgenommen, auch wieder aus der Kinderabteilung, auch wieder sehr, sehr punktefreundlich. Und zwar Reiswaffeln. Reiswaffeln esse ich im Moment in allen Variationen, in den süßen Varianten. Sei es Karamell, Schokolade, Kokosvanille oder sonstiges. Und jetzt habe ich aber welche gefunden mit Himbeer. Habe ich mich jetzt da so vertan? Ach nee, doch nicht. Weil da stand nämlich auch welchen Himbeerjoghurt drauf. Und ich denke gerade, wo steht denn jetzt Joghurt? Aber hier steht so, ganz klein steht es drauf. Himbeerjoghurt-Geschmack. Und das hat mich doch sehr angelacht, muss ich sagen. Dann brauche ich Sesam. Sesam ist auch wieder nicht so ein super punktefreundliches Lebensmittel, aber ich koche ja auch relativ viel asiatisch und da gehört sowas immer so ein bisschen rein, finde ich. Man kann es auch super als Panadenersatz zum Beispiel nehmen, schmeckt immer noch mal so ein bisschen anders, finde ich. So, dann ein Sommertipp. Oh, ich liebe es. Das ist sogar aus dem Kühlschrank von DM. Und zwar sind das was... Oh Gott, das riecht so gut, Leute. Wassersprays sind das. Die könnt ihr in den Kühlschrank stellen, könnt euch damit im Sommer immer erfrischen. Das ist mega, das kühlt euch richtig runter. Und das ist eine neue Sorte, glaube ich, weil ich kannte bisher nur Wassermelone und Kokos. Und das ist jetzt grüner Tee mit Jasmin. Also so als kleiner Tipp, holt euch die. Die stehen, weiß ich gar nicht, stehen die bei Bodylotions oder so? Ich habe die jetzt direkt aus dem Kühlschrank mitgenommen. Also wenn ihr so ein bisschen neumodischen DM habt, dann stehen die da wahrscheinlich auch schon vorne an der Kasse im Kühlschrank. Dann habe ich wieder was Cooles gefunden und zwar erinnert mich das so ein bisschen an diese Leicht und Cross oder so heißen die, glaube ich. Ich habe mich wirklich mal echt durchgewühlt, wie ihr seht. Ich war in der glutenfreien Abteilung, wie ihr gerade schon in der Aldi, in dem Aldi-Hall gesehen habt. Ich war auch in der vegetarischen Abteilung. Das ist echt heftig, das ist wirklich Neuland für mich. Also absolut. Aber da habe ich hier diese Leicht und Cross Ersatz Schneckebrote gefunden, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Knusperbrot dunkel nennen die das. Und zwar sind die so ganz, ganz leicht wirklich. Halt nicht wie so ein hartes Knäckebrot, weil das mag ich persönlich gar nicht gerne. Und es ist sogar noch glutenfrei. Also ich habe gesehen, diese glutenfreien Sachen sind manchmal gar nicht so punkteverkehrt, liebe Leute. Dann habe ich einen Erkältungstee einfach mitgenommen. Wie gesagt, diese Tees sind echt toll von dem... Was. Und da ist auch der Tee, den ich euch gerade eigentlich zeigen wollte. Und zwar so ein Leber- und Gallentee, wenn ihr Probleme damit habt. Ich habe gesehen, man kann so Leberwickel, nennt sich das, einfach zum Entgiften halt auch, wenn man abnimmt. Da muss man sich wohl irgendwie so ein ganz, ganz warmes Tuch drum binden. Hier sitzt ja irgendwo die Leber, auf welcher Seite auch immer. Und das soll total entschlacken, total entgiften, die Leber. Ja, und da habe ich gedacht, so ein Tee dazu, da mache ich das auf jeden Fall mal und probiere das mal aus, ne? Da, das sind jetzt echt uninteressante Sachen. Baby-Duschkill-OBs und sowas. Ich glaube, das ist uninteressant. Und Quetschis weiß ich tatsächlich gar nicht, wie die sich punkte technisch verhalten. Aber die Sorte fand ich ganz cool und ist reich an Vitamin C und ist immer ein netter Snack einfach so für zwischendurch, weil ich finde, Obst wird echt schäbig, wenn man das mitnimmt in so Brotdosen, wenn man unterwegs ist. Und dafür finde ich das echt immer eine ganz coole Alternative. Zeige ich euch Zahnpasta? Ich zeige euch auch mal kurz die Zahnpasta, weil ich die echt neu entdeckt habe. Und zwar ist das die Sensodyne Pro Schmelz Repair. Ich glaube, die geht so ein bisschen in die Richtung Bio Repair. Ich weiß, Sensodyne Zahnpasten sind teuer, 4,95, aber ich nutze die jetzt ein paar Jahre und seitdem habe ich wirklich, wirklich keine schmerzempfindlichen Zähne mehr. Das ist echt krass. Mein Zahnarzt hat mir die damals empfohlen. Da habe ich gedacht, boah, ey, das Vierfache von einer anderen Zahnpasta oder so musst du ausgeben dafür, aber sie bringen es halt tatsächlich. Und ich muss auch sagen, wenn die was Neues entwickeln, habe ich da irgendwie direkt Vertrauen zu, weil das andere halt auch funktioniert, was sie gemacht haben. Deswegen gebe ich da auch gerne mal knapp 5 Euro für eine Zahnpasta aus. Ist halt dann einfach so. Aber jetzt geht's mit Food weiter. Und zwar habe ich noch nie so dunkle Nudeln gesehen und deswegen mussten die einfach mit. Und die falten sich eigentlich wie ganz normale Vollkornnudeln, so punktetechnisch, sind Dinkel-Vollkornlocken. Fand ich mega interessant. Ich glaube, die schmecken richtig gut mit so einer richtig kräftigen Soße oder so. Und ich fand es richtig cool, dass hier steht, dass die aus so einem kleinen Traditionsunternehmen aus dem Schwabenländle kommen. Denn ich habe ja auch Wurzeln im Schwabenländle und das fand ich total nett und deswegen mussten die auch mit. Ich wusste gar nicht, dass die selber so von verschiedenen Bauernhöfen oder so, ich weiß gar nicht genau, produzieren lassen, sondern ich habe immer gedacht, die machen das wirklich alles selber, DM Bio. Aber das scheint ja anscheinend doch nicht so zu sein.
Dann habe ich Alete Kinderkeks mitgenommen. Und zwar auch wieder nicht für die Kinder, sondern für mich. Denn die sind punktetechnisch auch mega freundlich. Also ich hoffe, dass die es auch sind. Aber wir hatten diese Bibi Vita Kekse und die waren sehr, sehr punktefreundlich. Also ich vermute, dass die sich da jetzt nicht viel tun. Und zwar habe ich überlegt, ob ich da vielleicht mal so ein punktefreundliches Tiramisu rauszauber, weil die kann man ja ganz gut als Biskuitboden dann nehmen. Und ja, mal sehen, was da so kommt in nächster Zeit. Dann habe ich noch zwei coole Produkte hier. Der Rest ist für Kaninchen oder sonstige Pflege. Die fand ich echt cool, dass die wieder da waren. Ich habe schon gedacht, die haben die irgendwie aus dem Programm genommen, weil die letzten Male nicht da waren. Und das ist wirklich was, was ich merke, wenn ich diese Vitalstoffe nehme. Und zwar sind die von Kneipp. Übrigens alles hier Werbung, ohne dass ich was bekommen habe. Ich habe es alles selbst gekauft, nur mal so zur Info. Das ist ja für viele immer wichtig. Und zwar sind das die Frauenmineralstoffe. Eisen, Jod ist drin, Folsäure. Und ich muss sagen, wenn ich die regelmäßig einmal am Tag nehme, geht es mir gut. Es geht mir wirklich gut. Ich bin nicht müde oder sonst irgendwie was. Aber wie gesagt, in letzter Zeit waren sie halt nicht da. Aber ich bin froh, dass sie wieder da sind. Sie sind für Brausetabletten schon recht hochpreisig. Ich glaube, die kosten so 3,45. Aber sie helfen halt. Ne? Wie viel sind denn da drin? 15 Stück. Was ist denn da noch alles drin? Calcium, Magnesium, Vitamin D3 und sowas alles. Also ganz ehrlich, ich habe schon viele Tabletten sowas genommen. Was auch immer ganz gut hilft, sind so diese B12-Kuren, finde ich. Aber die sind halt echt mega. So, jetzt habe ich hier noch ein schönes Produktchen. Und zwar von Provamel. Kannte ich gar nicht, die Marke. Die hatten so einen extra Aufsteller da. Und es ist ein Coconut Almond Kokosmandel. Ja, gut, also steht einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Ein Kokosmandel-Drink, glaube ich. Punktemäßig liegt der wie so eine fettarme Milch, also eine 0,3er Milch ungefähr. Nur damit ihr so ein bisschen vergleichen könnt, ohne dass ich euch zu viele Punkte hier nenne. Aber ich glaube, das ist eine geile Alternative. Einfach, ich bin echt im Fieber mit diesen Drinks. Ich war ja immer ein absoluter Milchverfechter. Milch schmeckt mir auch wahnsinnig gut einfach noch. Aber wenn die natürlich noch ein bisschen weniger Punkte haben, greife ich da doch schon ganz gerne zu, muss ich sagen. So, das war's mit meinem zweiten Teil, also hier dem DM-Haul von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir wie immer gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Ansonsten bist du noch nicht mein Abonnent, drück hier auf dieses kleine Knöpfchen, was ich dir hier verlinke. Oder guck dir zwei meiner neuen Videos an. Such dir eins aus. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Vergesst auch nicht, bei Instagram reinzuschauen. Wie gesagt, hier unten in der Infobox. Kleines Pfeilchen einmal draufdrücken und der Link ist da. Ich sag tschüss, bis dahin. Bis zum nächsten Video. Eure Laura.